Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ja, wie ihr unschwer sehen könnt, Ritterfiguren. Meine Güte, sowas braucht man. Burgen haben wir jetzt schon einige an Figuren. Fand ich, hat es noch so ein bisschen gemangelt. Ich habe mal Joy ausprobiert. Gab leider beim Bestellvorgang so ein bisschen Probleme. Ich hatte da irgendwie schon beim Zahlen das Thema, dass das irgendwie nicht richtig dem Vorgang zugeordnet werden konnte. Da wurde ich auch direkt angeschrieben. Bin also direkt da in Kontakt gewesen und der Kollege, der sich da gemeldet hat, hat dann auch nochmal nachgefragt und der konnte es dann zuordnen. Dummerweise hatte ich mich dann drauf verlassen, jo, passt jetzt. Nee, hatte dann leider doch nicht gepasst, weil der Versand dann irgendwie nicht erfolgt ist. Dann hatte ich nochmal nachgefragt, aber dann ging es relativ fix. Also jetzt vom 25. bis heute hat es dann gedauert. Und das ist für China-Verhältnisse, finde ich, doch noch ziemlich flott. Ja, was habe ich hier? Ich habe jeweils zweimal ein Figurenset mit je 8 Figuren. Also das sind dann jetzt hier 16 Figuren. Und die nennen sich hier Medieval Soldiers, Sword Infantry, Jewelry Archers, Minifigures. Ja, ich finde sie super. Auch diese ganzen Umhänge, die dabei sind, sind so zweifach gestaltet meistens, also einmal so dieses orangene Unterteil und dann noch mal so ein silbriger Umhang drüber. Die machen, finde ich, richtig was her. Und ja, dadurch habe ich jetzt von jeder Figur quasi zwei. Einige sind hier mit so Speeren, Lanzen. Die sind sowieso etwas ähnlich. Die unterscheiden sich nur geringfügig von den Speeren oder Lanzen. Diese zwei mit den Hellebarden. Dann habe ich zwei Könige dabei, die finde ich richtig klasse gestaltet, mit goldener Krone, mit einem schwarzen Vollbart nochmal. Und ja, die haben halt hier so Hirsche in ihrem Wappen und in den Schilden. Und ja, das finde ich, sieht auf jeden Fall nach einer schönen Ritterhorde aus. Was jetzt sogar noch dabei war, also muss gleich sagen, bei allen Figuren ist also nicht mindestens, sondern genau eine Hand nochmal zusätzlich dabei, falls man die irgendwie verlieren sollte. Ist aber eigentlich nahezu ausgeschlossen, weil die gehen recht fest rein. Man baut die auch noch zusammen, also die Arme und Hände müssen noch zusammengebaut werden. Teilweise ist das auch noch bei den Beinen notwendig, aber nicht bei allen eben. Und was sie noch gemacht haben, extra Tüten teilweise noch, wo sie wohl festgestellt haben, oh, wir haben dieses Schild falsch bedruckt, weil das ist wohl ein Druck. Und da haben sie halt gesehen, oh, wir haben den Hirsch hier auf den Kopf gedruckt. Und das wurde halt noch erkannt und dann hat man quasi nochmal ein extra Schild in einen weiteren Umbeutel gepackt. Und somit habe ich jetzt nochmal drei Schilde extra, die ich dann schön an einer Burg auch noch verwenden kann, weil warum nicht auch aufrecht so als Wappenschild, kann man ja auf jeden Fall gebrauchen. Da habe ich hier auf jeden Fall nochmal drei, um dann eine Burg auch äußerlich nochmal zuzuordnen zu diesen Rittern. Dann habe ich hier noch drei von diesen Brustpanzern überbehalten. Das ist allerdings jetzt hier von diesen roten Löwenrittern. Da habe ich noch vier über. Die fand ich jetzt etwas übertrieben, weil die Bedruckung so auch schon gut ist. Die baue ich mir vielleicht noch mal auf andere Minifiguren drauf. Also da habe ich jetzt halt auch noch mal diese vier übrig und drei Schilde von denen. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Sie haben halt auch so ein paar Äxte hier, richtig gewaltige Sachen hier, so Mittelding zwischen Hammer und Axt. Und diese Umhänge machen es halt richtig cool. Und die Gesichter sind auch gut. Teilweise haben sie auch Wendegesichter. Hier diese mittelalterlichen Ritter haben jetzt kein Wendegesicht. Aber bei den anderen, die ich euch jetzt zeige, da sind auch nochmal Wendegesichter dabei. Die habe ich jetzt mal so in so zwei Abteilungen zusammengestellt. Also hier einmal einen dieser Könige, Adligen, wie auch immer. Der ist hier mit ja, den ziemlich schwer gepanzerten Rittern. Also hier haben wir ja welche mit richtigem Visier sogar. Das kriege ich nur jetzt mit einer Hand hier auch schlecht hochgeklappt. Na, festhalten.
Also das kann man auch hochklappen. Die haben jetzt hier teilweise so richtig blutunterlaufene Augen. Also sie sind schon richtig wilde Jungs. Ja, also die gefallen mir halt auch, haben diese etwas größeren Schilder auch und ja, haben Wendegesichter. Also hier sieht man vielleicht so Detail, der guckt jetzt hier relativ lieb. Hier hinten ist auch einer am Lächeln. Kann man also so drehen, wie man möchte. Und ja, unterschiedlichste Helme, aber die passen halt alle ganz gut zu denen. Dann gab es auch jeweils noch einen dabei, die tragen jetzt nur so eine große Fackel. Diese Helme hier mit dieser Krampe, die mag ich eigentlich sehr gerne. Eher so für die Bogenschützen oder Armbrustschützen. Hier sind die Bogenschützen aber etwas anders gestaltet. Die haben halt hier so einen leichten Brustpanzer nur und die anderen haben ja eher nur so einen, ja, so einen Stoffüberzug nochmal über ihre Rüstung. Und ihr seht hier bei dem König, da ist halt auch dieser goldene Panzer nochmal so drüber. Und das könnte man natürlich jetzt bei den anderen auch machen, aber ich dachte mir, Mensch, guck's mal, wenn du da nochmal irgendwie Minifiguren bekommst, die halbwegs für Ritter taugen, dann kann man die mit so einem Brustpanzer dann recht schnell und mit einem Helm dann auch wieder zu einem ordentlichen Ritter machen. Ja, diese Armbrustschützen haben dann auch nochmal hinten ihre Pfeile als Köcher drauf und ne, ich finde auch diese Umhänge hier, die roten sind auch gut. Das ist wirklich detailliert, kann man nicht anders sagen. Hier teilweise sogar noch auf den Beinen Prints, bei den einfachen Rittern jetzt hier bei den Red Lions nicht. Aber bei einigen sind da nochmal Beinprints, wie man hier sieht. Und ja, also das preislich gesehen, ich habe ja jetzt quasi 32 Ritterfiguren und ich habe nicht mal 32 € dafür bezahlt mit Versand. Also quasi jede Figur 1 €. Ich dachte, versuch es mal. War ja auch so das Thema, dass ich jetzt nicht genau wusste, wie kommt es durch den Zoll? Es war in so einer kleinen braunen Box, die war nochmal mit so einem ja, komischen rosafarbenen Beutel zugeklebt. Also das war auch sehr gut zugeklebt, nicht nur so einfach so in Plastik und dann zusammengequetscht, sondern das war eigentlich ganz gut verpackt, muss man sagen. Also von daher kann man echt nicht meckern, würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und es ging halt auch vom Versand her relativ fix. Wenn ich da am Anfang jetzt direkt beliefert worden wäre, hätte ich es jetzt schon ein paar Tage. Aber so war es halt insgesamt immer noch gut. Die nennen sich halt jetzt hier Red Lion Knight Minifigures. Ja, wie gesagt, so ein Set hat immer 8 Figuren. Und ich habe beides jeweils 2 genommen. Und dann hat man direkt schon mal 16, was natürlich dann schon mal von der Anzahl und vom Eindruck her deutlich imposanter ist. Ach so, bei den mittelalterlichen Rittern waren auch noch mal die ganz normalen Figurenplatten dabei. Diese, was ist es, 3x4? Ja, ich meine, genau, 3x4 sind das ja. Die waren halt noch mal bei jeder Figur dabei. Kann man natürlich auch immer gebrauchen, wenn man nur mal irgendwas damit fließt. Gerade auch für so ein Diorama, dann könnte man die einarbeiten und hat dann immer Positionen, wo man die Ritter draufstellen kann. Also nimmt man auch mit 16 Stück nochmal. Ja, wie gesagt, jeder Ritter hatte noch eine zusätzliche Hand. Von daher hat man da auch nochmal genügend Ersatz. Aber ist absolut von der Klemmkraft kein Problem. Ich hatte mal bei ein oder zwei Figuren, dass der Kopf ein bisschen lockerer drauf geht oder auch, dass der Oberkörper auf die Beine ein bisschen lockerer drauf geht. Da habe ich ein bisschen Zellophan zwischengeklemmt und habe einfach die Beutel dazu ein Stück abgerissen, die jetzt dabei waren. Und dann hält das dann auch bombig, weil auseinanderbauen tut man die nicht jeden Tag. Die stehen dann wirklich in dem Diorama und dann passt das. Ja, was haltet ihr davon? Minifiguren ist ja so ein heikles Thema. Ja, aber ich sehe auch irgendwie nicht ein, dass ich dafür Mondpreise zahle. Ich habe auch schon hier genügend in Deutschland gekauft, von privat auch, und da werden halt Preise aufgerufen, die sind irgendwie völlig absurd. Und ich muss sagen,
die Qualität hier würde ich echt empfehlen. Sie sind liebevoll gestaltet und ja, machen für mich auf jeden Fall auch was her. Gut, das soll es von den Figuren gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.